Nach jüngster russischer Angriffswelle auf die Ukraine. Die Stromversorgung für 6 Millionen Menschen ist wiederhergestellt. Die EU reformiert ihren CO2-Emissionshandel. Entschieden ist eine neue Bepreisung von Energie im Straßenverkehr und in Gebäuden. Ein schwedischer Zoo hat 3 ausgebrochene Schimpansen erschießen lassen. Russland setzt seine Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur fort. Im Süden attackierten Putins Truppen Cherson nach Angaben der dortigen Behörden mit Artillerie und Raketen. Es gab mindestens einen Toten. Bei eisigen Temperaturen harren landesweit viele Menschen ohne Strom und Wasser aus. Russlands Verteidigungsministerium bestätigte die Angriffe auf das Energienetz. Zelensky sagte in seiner jüngsten Videoansprache: Ich wünsche allen Menschen in der Ukraine Gesundheit. Die Attacken auf das Energienetz bleiben ein großes Problem. Immerhin konnte die Stromversorgung für fast 6 Millionen Menschen wiederhergestellt werden. Die Reparaturarbeiten sind im Gange und gehen seit den jüngsten Attacken ohne Pausen weiter. Nach dem Raketenangriff auf ein Wohnhaus in Zelenskys Heimatstadt Kryvyi Rih geht die Suche nach Vermissten weiter. Ein 1,5-jähriges Kind konnte nur noch tot geborgen werden. An der Frontlinie in der Ostukraine meldeten beide Seiten heftige Kämpfe. Die Verhandlungsspitzen der Europäischen Union haben eine Einigung zur Reform des CO2-Emissionshandels in der EU erreicht. Ziel ist die schnellere Senkung der Treibhausgasemissionen. Entschieden ist eine neue Bepreisung von Energie im Straßenverkehr und in Gebäuden ab 2027. Nach der neuen Regelung werden rund 10.000 Kraftwerke und Industriebetriebe zum Kauf von CO2-Zertifikaten verpflichtet. Diese Vorgabe ist zentral für das Erreichen des EU-Ziels, die Nettoemissionen bis 2030 um 55% gegenüber dem Stand von 1990 zu senken. Der Emissionshandel soll schrittweise auf den maritimen Sektor, innereuropäische Flüge und Müllverbrennungsanlagen ausgedehnt werden, sofern die Kommission einen positiven Bericht vorlegt. Eine Kohlenstoffgrenzsteuer soll es der europäischen Industrie ermöglichen, mit umweltschädlicheren Konkurrenten aus Nicht-EU-Ländern zu konkurrieren. Die Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo sind zuletzt eskaliert, nachdem Serben die Hauptstraßen im Norden der ehemaligen serbischen Provinz mit Barrikaden blockiert hatten. KFOR-Friedenstruppen errichteten vorsorglich Stacheldrahtsperren an für Verkehr und Fußgänger bereits geschlossenen Grenzübergängen. Serbien fordert offiziell die Rückkehr von bis zu 1.000 serbischen Armee- und Polizeibeamten in den serbisch besiedelten Norden des ehemaligen, inzwischen eigenständigen Kosovo. Eine UN-Resolution erlaube die Rückkehr serbischer Truppen. Zudem seien KFOR-Friedensmissionen nicht in der Lage, die serbische Minderheit vor der albanischen Mehrheit zu schützen. Die Entscheidung eines Zoos in Schweden, 3 aus dem Affenhaus ausgebrochene Schimpansen zu erschießen, hat in der Bevölkerung und in den sozialen Medien zu einem Aufschrei geführt. Der Furuvik Tierpark sagt, die Affen stellten eine Gefahr für die Bevölkerung dar, sollten sie nicht nur ihr Gehege, sondern gar den Tiergarten verlassen. Chefin Sandra Wilke bedauert, steht aber zur Entscheidung des Zoos. Das ist furchtbar. So etwas darf nicht geschehen. Wir haben versagt. Es tut mir sehr leid. Ich bin traurig und verzweifelt. Auch dieser Schimpanse, der hier malt, ist unter den Toten. Patrick van Veen, Schimpansenexperte vom Jane Goodall-Institut, sagt, das Blutbad in Furuvik wäre nicht notwendig gewesen. Es gäbe andere Möglichkeiten. Manchmal kann der Pfleger die Schimpansen wieder dazu bewegen, zurückzukehren. Und ansonsten geht es mit Betäubung. Van Veen weist darauf hin, dass weit gefährlichere Schimpansen in anderen Zoos bereits ausgebrochen waren und diese nicht erschossen wurden.